Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind seit langem mal wieder in Berlin. Und zwar sind wir hier angekommen. Man sieht es noch nicht. Jetzt sieht man es auch. Wir sind mal wieder bei der Firma KKS Performance angekommen. Und das ist der liebe Chris. Kennt er ja schon. Heute, hier steht zwar so einiges rum, also ich zeige euch mal kurz, was Chris eigentlich den ganzen Tag lang so macht. Der bricht sich nämlich den ganzen Tag lang die Finger, um sowas zu bauen. RS6, Alter, V8, oh. Laderumbau, externe Wastegates, ja, das ist wirklich Fingerbrech, ne? Ja, auf alle Fälle, ja. So, wirklich, also ihr wird eigentlich alles selber gebaut, also egal, ob es Krümmer ist, Leitung, Abstimmung, Elektrik, Software, volles Programm. Also der Typ macht wirklich einfach alles. So, das war die Kurzfassung. Deswegen sind wir heute aber nicht hier, sondern wir sind heute wegen seinem Auto da. JDM. Ja. Allerdings nicht JDM, wie man es kennt, sondern JDM mit Leistung. Und halt ein Sauber, ja. Aber ich würde sagen, bevor wir ins Detail gehen, kriegt er erstmal einen ganz kleinen Tipp. Ich würde sogar sagen, in dieser Art und Weise, wie ihr hier steht, gibt es deutschlandweit, europaweit? Wüsste ich keinen. Kein, ne? Also wenn es jemand weiß, dann kann er mir gerne mal ein paar Bilder rüber schicken. Ja, als allererstes müssen wir überhaupt sagen, die Leute, die jetzt JDM-mäßig nicht so am Start sind, Honda Integra. Genau. Gleiche Fahrzeug, wie ich von Eugen mal fahren durfte. Wie oft hier schon Getriebe ein- und ausgebaut? Eugen doch das eine Jahr lang wirklich gefühlt, wie oft der das ausgebaut hat. Ja, ich auch bei meinem Civic auch in dem einen Jahr 9 Mal oder so. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, dieses Motorkonzept weg. Und anders. Diesen B raus und einen K20 rein und seitdem Getriebe hält. Also auch schon ein paar Mal gezogen. Ja, bei dem schon 2 Mal jetzt, aber nur gleich verstärkt. Ist so mit hattest du den Civic davor? Ja. Den hast du noch länger. Civic war so mit das erste Projekt. Ja, den habe ich seit 2005, glaube ich, oder 4. Ihr habt ja schon ein paar Mal darüber berichtet. Ja. Aber hier ist so viel Technik dran, dass wir es trotzdem zeigen müssen, weil es ist jetzt ja nicht so, dass dieses Auto alles, was geht, nur das teuerste, was man kaufen kann, einfach da reingeklatscht ist, sondern es ist eigentlich mehr so alles, was man selber bauen kann und aus verschiedensten Autos zusammenmischen kann, ist hier drin. Genau. Also schon so dieses klassische Tuning und gerade wofür die Berliner auch früher halt immer bekannt war. Ihr wart ja damals immer so die wie hieß es doch bei Grip, schnellste Stadt Deutschlands, ne? Weiß ich, glaube ich. Eigentlich damals. Schon, ja. Schnellste Stadt Deutschlands, das heißt, kein Mensch würde auf die Idee kommen, hier einen Integra für die Rennstrecke mit 250 Sauger PS zu bauen, ne? Sondern gab es bestimmt auch einige. Aber ist auch gut gefahren, hat Spaß gemacht. Berlin war ja schon immer so fette Puste und Autobahn und Drücken halt. Ne? Genau, ja. Wir machen jetzt erstmal die Haube auf, da fangen wir mal an, damit wir euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Ah, diese Farbe, Freunde, diese Farbe. Ihr seht, was ich meine, ne? Okay, ich verstehe. Also erstmal überhaupt so die Laderposition. Und was ich auch wirklich sagen muss, dass deine Umbauten in den letzten Jahren, also man merkt einfach, wie viel du umgebaut hast, weil du baust ja wirklich alles querbeet um. Also es ist wirklich egal, wenn ich Chris anschreibe, und das ist manchmal wirklich häufiger, wenn ich viel am Schrauben bin, egal welcher Sensor, welche Pinbelegung, dies, das, jenes. Also ich denke immer schon so, dass ich so querbeet über die Autos relativ viel weiß, aber du hast da definitiv nochmal so Allrounder-mäßig, du machst ja auch hier alles, kann ja, man schon so, ohne zu viel zu schmeicheln, kann man schon so sagen, ne? Weil du machst einen Porsche-Motor, also eigentlich machst du jeden Motor. Ja, solange der dreht. So, das heißt, jeden Motor, dazu jede Elektrik, jede Abstimmung und auch noch jegliche Maschinenbearbeitung und so weiter, ne? Ja, na, alles, was man so halt von einer, ich gebe halt ungern was weg. Und das werdet ihr im Laufe des Videos noch sehen, wie weit das so geht, weil was hier noch so in dem Auto und darunter so schlummert, das geht, also ist wirklich Allrounder, muss ich wirklich sagen. Original B16 Motor gewesen? Nee, original ist B18 C6 drin. B18, wo war B16 drin? B16 ist im Civic drin. Ah, okay. EK4, EG6, EG2 und so weiter. Heißt B16 1,6 Liter, B18 1,8 Liter. Genau. Rausgeflogen? Ja. Und jetzt? K24. K24. Kenne ich nur als Turbolader eigentlich. Quasi, genau. Würde auch Programm passen, ja. Aber es gab auch K22, ne? Es gibt K20 noch. K20? Genau. Also das ist dann wieder K, also der Buchstabe ist immer die Serie quasi. Mhm. Es gibt D, B, H, K, F, S2000. Und dahinter die Zahl ist immer die Liter. Das ist jetzt halt ein 2,4 Liter. Soweit ich mich erinnere, ist doch der B-Motor auch andersrum, oder nicht? Der ist andersrum, ja.
Also andersrum klingt jetzt bescheuert, aber das fand ich immer so, wenn ich bei Eugen mal ein Ding geschraubt habe, war es immer so, man müsste sich komplett umgewohnen, bei VW Audi gibt es das nicht, dass auf einmal der Motor auf der Seite sitzt und das Getriebe hier sitzt. Ja. Und also was viele auch nicht wissen, bei dem B-Motor ist genau andersrum, er läuft aber auch andersrum. Also wenn du auf die Riemenscheibe guckst, denkst du ja normalerweise im Uhrzeigersinn. Nee, der dreht anders lang. Ach die Scheiße. Ja, das sind viele nicht. Das ist quasi ein Linksdreher. Genau. Du guckst wieder von einer Seite auf, dann passt es wieder, auf der Riemenscheibe auch nicht. Oder? Wissen viele nicht. Das Witzige ist, ich bin tatsächlich darüber hinweggekommen, eigentlich das Highlight von dem Auto zu sagen. Das kommt jetzt in den nächsten paar Minuten. K24, ja, da könnten wir uns jetzt total drin verlieren. Wir machen lieber erstmal noch kurz ein bisschen Geschichte zum Auto. Wie lange hast du das Auto? 2013. Also 9 Jahre. Ja. Schon. Wie hat es angefangen mit dem Auto? Gekauft von einem guten Bekannten. Beziehungsweise, ich habe die Autos getauscht und das Auto aufgezahlt, weil der stand 2 Jahre irgendwie in der Scheune rum. Tat mir ein bisschen leid. Gekauft, dann hat er da Ölverbrennung gehabt mit dem B18-Motor. Verbrennen sie eigentlich alle. Einmal Motor neu gemacht gehabt, bin eine Saison oder zwei gefahren, hat Spaß gemacht. Dann wollte ein Kollege unbedingt so einen Umbau haben. Und ich hatte ja von meinem Civic noch so ein bisschen Teile rumzuliegen gehabt. Da habe ich gesagt, baue ich einmal um. Ja, dann bin ich dann mit K20 gefahren. Turbo. Ja, und das ist entstanden, hatte ich einen Motorschaden gehabt, dann habe ich auf einen 2.4er umgebaut gehabt und dann wollte ich eigentlich, das ist halt ausgeartet, komplett. War nur ein kleiner Umbau dann? Also Motor rein, rausstecken, easy, also wirklich ganz einfach, kein Problem. Wie oft ungefähr an diesem Auto schon Motor ausgebaut? Ach, nicht oft. 6-mal, 7-mal. Echt, so wenig? Ne? Okay. Das geht eigentlich relativ easy. Also ich meine jetzt nicht den K24, sondern in der ganzen Zeit so alle Motoren, die so... Ja, ja nicht. Okay. Welche Farbe war der Original? Weiß. Weiß. Also fast wirklich Eugens Auto eigentlich. Der sah eigentlich aus wie Eugens. Ja. Jetzt auch mit der anderen Front noch. Da wollte ich gerade auf. Das ist theoretisch EU-Front, ne? Nee, das ist Die Japan-Front? Genau. Und die EU-Front, wie Eugen hat, ist quasi mit zwei Runden, genau. Zwei Runden halber, ne? Genau. Gibt dem Auto von vorne definitiv einen ganz anderen Look. Ja. War mir auch wichtig, weil ich habe, also irgendwann habe ich mal, bestimmt 2015 oder so, hatte irgendeiner in Amiland so ein von der Seite so ein fahrendes Bild quasi gemacht, der. Ja. Gelbe Integra, JDM Front, schwarze Felgen, ich dachte so, irgendwann brauche ich das. Irgendwann kam der Punkt, wo Chris sich gedacht hat, der muss jetzt gelb lackiert werden. Nee, eigentlich gar nicht. Also das Auto war fertig, ich musste noch ein bisschen was am Getriebe machen und hatte aber schon bestimmt 2 Jahre vorher eine JDM Front gekauft. Ich wollte eigentlich den Wagen in weiß lassen, habe dann diese Front umgebaut und hatte dann mit dem Lackierer gesprochen, beziehungsweise ich habe die Front reingesteckt und dann mussten die Kotflügel lackiert werden, Kotflügel, Motorhaube. Kenne ich, dann lackiert man ein ganzes Auto. Dann sah das hinten halt auch nicht mehr so schön aus. Ja. Halt hin und her überlegt, mit dem Lackierer gesprochen. Er meinte, ja, dann machen wir gleich komplett. Dann meinte ich, ja, aber wenn wir komplett machen, dann machen wir gleich gelb. Also, dann geht er nicht weiß, das geht nicht. Kann Weil nicht. War schon lange Wunschfarbe in gelb. Also, seitdem ich dieses eine Bild gesehen habe, war es halt gleich so schockverliebt. Ich muss ganz ehrlich sagen, gelb hatte ich nie auf dem Schirm. Aber da wir in letzter Zeit so viel über Farben gesprochen haben, das ging so mit dem BMW los, werde ich auch immer mehr zum Gelb-Fan. Und dann pushe ich auch noch die ganze Zeit. Maxi pusht auch immer noch mit Gelb, gerade Dakar Gelb, beim E36. Nicht zu viel verraten. Deswegen, nee, ich finde es cool. Okay. Aber es ist auch nicht komplettes Originalgelb. Also es ist Original Honda Gelb, aber vom NSX und vom S2000, weil das ist ein Dreischichter, der hat Permut mit drin. Ich wollte gerade sagen, es geht wieder so ein bisschen, ich kann mir wieder nicht merken, wie die Farbe heißt. Ich habe die Bremssättel von dem Lambo auch in so einem Dreischicht-Gelb. Lackiert. In der Farbe, das gibt es ja original, diese Lambo-Farbe. Genau, da geht so ein ganz bisschen hellblau-grün-Schimmer ist da noch so drin. Genau, aber auch so ein Permut-Dreischicht, den wollte ich, also eigentlich wollte ich den erst in der Farbe lackieren. Die Lambo-Farbe ist noch metallisch farben, aber ich glaube, für ein ganzes Auto finde ich die fast besser. Ja. Aber war nicht ganz so einfach mit dem Lackieren. Nee, es war schon Kopfschmerzen. Also ich habe danach gesagt, ich gebe nie mehr zum Lackierer. Und das heißt, das Auto, du hattest das Auto mehr oder weniger komplett blank hingegeben. Dadurch, dass ich früher selber lackiert habe, also zur Lehrzeiten halt und danach so ein bisschen. Das heißt, du bist gelernter Lackierer? Nee, ich habe es halt mein Meister damals, der hat mir so ein bisschen beigebracht gehabt und habe es dann halt selber gemacht. Da hast du mal ein Kotflügel lackiert, mal ein Seitenteil. Auf die Checkliste kommt Lackieren quasi auch noch dazu? Genau. Kochen? Ja, manchmal. Eher weniger in letzter Zeit. Hab den halt komplett vorbereitet. Also Lacker ist wirklich A und O, der muss tipptopp vorbereitet sein. Alles, was danach kommt, ist eigentlich egal. Also da muss man halt ein bisschen die Pistole schwingen können und halt keine Läufer produzieren können. Ja, also ich habe den halt komplett die Ecken und Kanten alle vorgereinigt, vorgeschliffen, Dellen und so weiter und
großen Flächen habe ich einen Lacker überlassen gehabt, damit er selbst nochmal sehen kann im Licht, wo vielleicht eine Delle ist, die er ausspachteln kann oder halt ziehen kann. Also aber auch mit komplett Innenraum. Also der war nackt, da war nichts mehr dran. Ja. Der war jeder Clip so aus dem Auto raus, da war nicht mehr Achsen drin gewesen. Und dann hat es irgendwie, ist halt, Lack ist wirklich, also die Farbe ist wirklich undankbar. Wirklich undankbar. Hätte ich wahrscheinlich selber lackiert, ich hätte wahrscheinlich im... Dann fing das halt an. Dann musst du so ein Auto leider immer komplett lackieren. Gelb ist ja immer, also generell so, die Farben sind ja... Du hältst Pistole mal so oder mal so, das heißt, dann ist das unterschiedlich. Das heißt, selbst wenn man dreimal den gleichen Lack nimmt, also für die drei Schichten, genau, wirklich aus der gleichen Dose, gleich abgefüllt, genau, und so weiter, kann es passieren, dass es trotzdem anders ist. Das reicht, wenn draußen eine andere Temperatur ist, eine andere Feuchtigkeit. Krass. Und du musst immer den gleichen Druck haben, die gleiche Pistole haben, du musst genau die gleichen Gänge haben, du musst die Abstände von den Gängen immer gleich machen, sonst hast du ja entweder mehr oder weniger Farbe drauf. Ende vom Lied war, du hast mit Zusammenbau angefangen und ganze Lack ist wieder runtergekommen. Nee, die Farbe hat nicht gepasst gehabt. Also die Karte so einen Unterschied gehabt. Dann hatte ich nochmal einen anderen Lackierer da gehabt und der hat gesagt, auf der Basis mache ich gar nichts. Ich brauche den wieder komplett blank. Dann habe ich mich hingesetzt und habe dann angefangen zu schleifen. Dadurch, dass er aber erst, ich glaube, vielleicht 6 Wochen oder 8 Wochen lackiert war, weil der Lack halt noch nicht komplett durch hier hatte. Dementsprechend hat das Papier geschmiert. Ja, und dann habe ich so an die Ecken gekratzt und dann konnte ich den Lack wirklich komplett abziehen. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, ein Auto, was wirklich komplett blank war, genau, war wieder lackiert, du freust dich auf den Zusammenbau und dann kommt die Nachricht, wieder alles runter. Okay, ja, K24, einmal, ja, eigentlich kann man schon sagen, einmal alles. Ja. Heißt, Kolben, Pleuel, Kopf, CNC, Nockenwellen, Ventile, dann auch alles nicht so außer Box einfach ran, sondern schon überall überlegt, was kann man wie, wo unterlegen, machen, tun, genau, messen, ja, etc. Genau. Ja, muss ja auch bei den ganzen Drehzahlen. Wie ist das bei dem K24-Block? Ist auch ein Alu-Block? Ja. Das heißt, müssen auch Sleeves rein, müssen auch, genau, Laufbahn rein. Ne? Genau. Und das funktioniert auch keine Probleme. Das funktioniert, ja. Ich bin ja neidisch bei jedem, wo das funktioniert mit denen. Es gibt aber auch, wenn der Motorbauer Scheiße baut, dann setzen die Dinger sich. Dann gibt es da einmal Last drauf und dann machen die Buchse mal kurz mal, ja, ja. Ich bin unten und dann pfeift es durch. Dann darfst du noch einmal überplanen und dann funktioniert es meistens wieder. Okay. Geil. So, und jetzt im letzten Step kam dann die Idee, einen Lader da einzusetzen? Nee, der Step kam gleich mit dem anderen Motor. Gleich K24, also gleich Lader da schon? Ich habe den B18 gleich raus, hatte bei meinem Civic halt den Motor verkauft gehabt, den B18, hatte einen K20 und habe dann noch so ein bisschen Teil übrig gehabt. Bei manchen Börsen setzt man die Teile rein, die gehen dann nicht weg und dann ist ein Blabla, keine Lust, lass sie im Lager liegen und dann ist gut. Und dann hatte ich so ein bisschen zusammengesucht. Und dann ist da irgendwie wieder ein Turbo-Projekt rausgeworden. Auch schnell. Huch. Das ist ja von Marius auch die absolute Turbolader-Lieblingsposition. So würde er es beim VR auch gerne mal bauen. Geht ja. Irgendwann hat er doch schon gehabt. Zwei, drei Leute. Donkey Daniel, der hatte mal den Lader hier so hingebaut mit dem 6er-Krümmer, der dann so. Aha. Problem ist nur beim VR in Golf 2 ist das hier deutlich enger. Ja, das stimmt schon. Ja. So, das heißt, man kommt da niemals auch mit Downpipe rum und so. Alles ein bisschen, schwieriger. Ja, okay. Was war die größte Herausforderung hier? Bei dem? Mhm. Das Lackieren. nee, Problem ist halt, es passt halt gar nichts. Also das Gute ist bei den Autos, ist wirklich, du kannst Bock hast im Prinzip. Du kannst einmal Seite auf, alles kaufen, einbauen, abfahren. Problem ist, die ganzen Teile kommen dann von verschiedenen Herstellern. Und dann baust du zusammen und denkst du so, das passt aber nicht. Jetzt, bevor ich jetzt aber viel Geld ausgebe, habe ich dann viele Sachen halt einfach selber gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, auf dem Speed Factory und so in Amerika, die fahren aber den B18-Motor. Ja. Und die fahren, jetzt kommt's, teilweise 7 Sekunden auf der Viertelmeile, ne? Ja. Genau. Das heißt, die fahren keinen Turbomotor auf dem frontangetriebenen Auto. Wirklich kann man sich so gar nicht vorstellen. Das ist schnell. Ja, das ist richtig schnell. Sehr schnell. Und also das ist ja auch immer nur die Zeiten und denkst du so. So, die haben dann hier vorne so krasse, also das ist wirklich Sauger. Ich will nicht wissen, was die drehen. Die werden wahrscheinlich 11, 12, 13.000 drehen, so in dem Dreh. Ja, genau. Dann wahrscheinlich 18 zu 1 mit Methanol verdichtet. Genau. Aber selbst dann wirst du ja wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, 500 PS kommen oder so. Oder fahren die Turbomotoren 7er Zeit?
gar nicht sicher, so tief bin ich in dem Amerika-Game nicht drin. Ich weiß auf jeden Fall, die Civics da, die Civics fahren... Die fahren auf alle Fälle 7, ja. Weil man kann mit 500 Sauger PS keine 7 fahren. Also auf 8 fahren sie auf alle Fälle. 8,4 oder so. Das kann man auf alle Fälle. Aber weil da die fahren ja über 300 auf der Viertelmeile mit Frontantrieb. Auch schon, ne? Weil ja, aber die fahren halt einfach. Ja, okay, sie sind durch solche Slicks vorne. Ah, Chris hat fertig gekocht. Wir hören, dass wir kurz einmal essen. Yes. Mhm. Na, ist das geschmeckt? Frisch gestärkt kann es jetzt hier weitergehen. So, jetzt erstmal ein paar harte Fakten hier auf dem Tisch. Leistung? Auto schon fertig? Fährt schon? Auto ist fertig, ja. Braucht ein bisschen Straßenabstimmung. Mhm. Auf dem Prüfstand war jetzt Schub gewesen. Jetzt gemessen so knapp 59. 950. Eigentlich auch ein Race 1000 Kandidat, so, ne? Dafür habe ich es eigentlich gebaut, ja. Ja, halbe Meile. Knapp unter 1000. Also früher war eigentlich mal so der Gedanke bei dem Auto, weil halt Integra ist eigentlich für die Rennstrecke. Deswegen damals auch der so kleine Turbo-Umbau. Mhm. Ich wollte so 450 PS haben und dann mit Lausitzring fahren. Dann wurde das Ding ja leider... Mit Frontantrieb. ...verkauft. Und seitdem keine Track Days mehr waren, habe ich gesagt. Und dann gab es das halt nicht mehr und dann muss man sich ja umorientieren. Dann geht es jetzt halt geradeaus. Ja. Nee, aber schon geil. Sauber alles gebaut. Hier auch gleich. Misst du zweimal Abgasgegendruck? Ja. Wegen Twin Scroll. Genau. Sieht man da einen Unterschied? Nee. Okay. Bis jetzt noch gar nicht. Also würdest du in Zukunft auch nicht mehr doppelt messen? Reicht einmal. Nee, jetzt wäre es mal okay, man hat es jetzt einmal gemessen, ich brauche es jetzt nicht nochmal messen. Passt. Reicht. Mhm. Also für die Leistung passt halt bei dem Motor jetzt alles gerade. Das hier ist Kohlengehäuse-Düppel? Genau. Auch witzig aus. Ist ja auch meine absolute Favoritenfarbe vom Pulver her, ne? Ja, also schwarz-seinmatt ist... Weil man kann halt einfach alles mit Pulvern und es sieht nie irgendwie billig aus oder genau. So. Es zerkratzt nicht. Genau. Man kann es anfassen, ganz wichtig. Das ist auch mal der Unterschied, wenn du schwarz glänzend machst, fährst du einmal rüber und hast 1000 Mikrokratzer drauf. Ja. Schwarz sein matt, ist mal drauf. Ja, ja. Und matt ist auch wieder doof. Sieht irgendwie wieder billig aus, deswegen mal sein. Ja, dieses Stumpfmatt ist halt so richtig. Genau. Sprit E85? Nee, 50. E50, okay, mhm. Aber Ethanol, ja. Genau. 950 PS. Das heißt, wir reden dann auch schon bei so einem K24-Motor von 2,5 Bar, 3 Bar so in Richtung? Oder was machen wir? Ja, 2,6 hatte ich das gehabt. 2,6. Also das sind halt immer Honda-Motoren, die sind halt krass effizient, ne? Ja. Und ich drehe jetzt auch, was drehe ich denn jetzt? 8,8. Mhm. Wir waren stehen geblieben, K24, das ist eigentlich der Motor aus dem Nachfolger Civic? Nee, Accord. Accord, okay. Und wie heißt der Motor in dem Civic, der danach kam? Civic Type R meinst du? Mhm. AK20, A2 ist das. AK20 wieder, okay. Und jetzt gab es ja den neuen mit Hubraum. Das Turbo. Heißt aber, der K20 ist ja eigentlich schon so wie der, nur mit weniger Hubraum, oder nicht? Das ist immer gleich. Also gleich. Ja, genau, okay. Nur der K24, der ist ein Stück höher. Okay, also ist theoretisch schon so, grob gesagt, der Motor in dem Nachfolger Civic dann drin. Also kann man schon sagen. Ja, genau. Außer, dass es halt... Genau. Das ist eigentlich das genau das Gleiche. Aber längs eingebaut im Honda S2000 ist dann nochmal ein anderer Motor, ne? Das ist ein H20 oder wie heißt der? Das F20. F22. Irgendwann werde ich es nochmal mir selbst gesonnen. Gibt es gibt's eine H20? Gibt es auch eine H20? H20 gibt es auch noch. Also eine H22 so. Das ist 2,2 Liter aus dem Honda Prelude. Mhm. Ja. H23 gibt es auch noch. Aber ist der Motor ähnlich dem längs eingebaut? Ähnlich, ja. Also unten die Kurbelwelle, die passen, die kannst du hin und her stecken. Also lustig ist halt, Kurbelwellenlagergasse ist, ob jetzt ein B, ein K, ein F, immer gleich. Nur die Pleuellager unterscheiden sich. Ein bisschen in Breite und eine Dicke. Aber würdest du tendenziell sagen, dass das so der beste Motor von der Basis her oder ist eigentlich so ein B16, B18 besser? Da würde mich jetzt einer wieder lynchen, aber ich schwöre einfach auf diesen Motor. Der ist einfach, ich habe mit dem anderen Motor so viel Scheiße erlebt, da geht auch so viel kaputt. Und allein diese Getriebe mit dieser Schalterei, bis das vernünftig läuft. Nee. Es geht ja damit los, dass man sagt ja immer so schön, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Ne? Und ob du jetzt 1,8 oder 2,4 Liter ist halt schon ein ganz schöner Unterschied. Ne? Das ist Welten. 0,6 Liter. Schon. Also ich habe ja öfter mal nochmal einen B16 Sauger oder einen B18 Turbo oder B16 Sauger Turbo. Ich habe ja immer alles da zum Abstimmen. Wenn ich dann draußen auf der Straße fahre und denke mir so, passiert das noch was? Dafür sind sie halt aber vom Klang her geil, ne? Dafür hört man sie, finde ich, vom Klang her immer raus, dass sie so hell leicht, und so. Leicht, ja. Ja. Ist das aber auch ein VTEC-Motor? Ja. Auch VTEC. Also ja. VTEC haben die eigentlich alle bei Honda immer. Also zumindest die ganzen großen Motoren. Fast eigentlich mal, ja. Es gibt diese kleineren Motoren aus dem also D16 oder D15. Ja, das ist klar, ja. Da gibt es aber teilweise auch mit VTEC. Ja, wir wollen euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. So, mal erstmal ein bisschen Technik hier durch.
Ja. Getönte Frontscheibe? Wichtig. Wo sei? Ich weiß nicht, was du meinst. Für die Bilder ist das halt. Innenraum wichtig. Relativ. Serie. Muss ich mich auf jeden Fall mal noch reinsetzen. Sieht so einladend aus. Ich mag ja einfach schwarze Innenräume, die auch einfach noch komplett sind. Ich finde immer bei den Integras ist das Armaturenbrett relativ weit weg irgendwie. Also es wirkt relativ groß, dadurch, dass das so... Ja, es baut schon ganz schön auf, ja. Das hab ich da. Hast du halt Platz in dem Auto, ne? Ja, dann geht man nicht richtig Platz. Ja, genau. Dafür ist er da. Wir sehen hier ADU von EMU. Genau. Keyboard. Das heißt Elektrik auch einmal alles. Komplett, ja. Also EMU Black, zwei PMUs drin. Mhm. Das Keyboard, Display, Datalogger. Das heißt eigentlich gar kein Original KM. Kein einziges mehr. Alle rausgeflogen. Hatte der Original ABS? Ja. Aber auch rausgeflogen? Ja. Einmal ABS-Bremsung mit großer Bremse, nasse Straße, möchte ich nicht nochmal haben. Da rutsche ich lieber 20 Meter, lieber so eine Bremse zu haben. Aber ist ja auch geil. Das Motorsteuergerät sitzt unten rechts im Beifahrerfußraum. Da sitzt das Serie auch? Da sitzt das Serie, ja. Serie sitzt das hier drin. Ich komme mal rüber. Serie sitzt das hier einfach dran und das ABS steuert. Nee, Quatsch, ABS ist bei dem hinten. Bei den neueren ist ABS und Motorsteuer. Ja. Wie ist das bei so einem Honda hier, was so Teile angeht? Also angenommen, ich will jetzt hier so eine Mittelkonsole haben oder ich will hier so eine Luftdüse oder so einen Schalter oder so ein Airbag? Na, dadurch, dass es ein 98er ist, wird es langsam rar. Rar heißt gebraucht oder rar heißt neu? Neu ist schon sehr schwer. Gebraucht teilweise, aber kriegst du auch viel Schrott. Aber könnte ich schon noch zu Honda gehen und sagen, bestellt mal? Teilweise, ja. Also wenn, Problem ist, dass die deutschen Händler das meistens nicht mehr bekommen. Du musst es dann halt über der Börse quasi direkt aus Japan bestellen. Heißt, so ein Teil hier zum Beispiel, eine typische Einstiegsklasse? Die gibt es noch, ja. Die gibt es tatsächlich noch, genau. Okay. Und hier so Türdichtung und sowas? Die gibt es auch noch, die habe ich auch neu bestellt, die sind nur nicht dran. Die Fenster hinten gibt es auch noch. Geht sogar vom Preis her. Also Fenster, die sind, die Scheiben mit der Dichtung, die sind einvulkanisiert. Kennst du ja vom Abarth. Ja. 350. Mhm. Also es geht noch. Heckscheibe schwer, sehr schwer. Also schwer vom Gewicht oder schwer zu bekommen? Beides. Beides. Also die Heckklappe ist wirklich. Ja, hat man schon mal drüber gesprochen, ne? Da wäre so eine. Hier verschiebt sich mal jetzt per Mut gerade umso mehr. Ja. Und das fand ich ja schon immer. Das finde ich irgendwie geil. Der Integra-Schriftzug in der Schuhschlinge. Das fand ich schon immer. Merkst du, ne? Boah. Die ist sportlich. Aber man darf auch nicht vergessen. Ist ein viel Scheibe. Es ist schon, ja. Wie riesig der ist. Der braucht ja zwei Ärme, um da hinten überhaupt ranzukommen. Zwei Ärme. Ärme. Er kennt es nicht, die Ärme. Ja, guck, hier haben wir gerade von gesprochen. Da liegen wir. Da liegen sie noch. Einmal ein Honda Original Neuteil in der Hand haben. Da finde ich immer wichtig, gerade wenn man so ein Auto komplett neu lackiert hat und alles neu gemacht hat. Gerade Gummis. Ja, aber wenn sowas noch... Das heißt, sowas gibt es auch zu kaufen? So diese Dichtung? Die gab es auch mal. Krass. Ein paar vereinzelte Teile haben sie vor Ort gebaut. Tank? Ja. Eigenbau? Ja. Gibt es leider nichts. Unten war kein Platz mehr, da ist jetzt was im Weg. Deswegen sind da auch so noch schöne Käppchen drauf. Ja. Heißt einfach mal selber einen Tank aus Alu gebaut. Ja. Was ich extrem cool finde schon mal, sind die Durchführungen hier für die Schrauben. Ja. Das ist halt, weil hier ist ja Plus quasi. Das ist nochmal gekapselt mit so einem Pertinax quasi. Mhm. Weil das ist immer ein Riesenpunkt, den man immer sich überlegt, wie man die. Es ist ja eine Sache, eine dicke Leitung irgendwie aus dem Tank rauszukriegen, weil die Pumpe da drin ist. Ja. Aber umso schwieriger ist es halt auch immer den Strom, weil die Originalpins sind halt auch irgendwann immer am Ende. Genau. Ja, krass, okay. Aber da bin ich mittlerweile auch knallhart. Viele haben Angst, so einen Plastiktank reinzubohren. Aber ich sag jetzt mal, wie beim Audi. Beim Audi, ja. Du hast halt diesen großen, du hast alles Plastik, oben hast du diesen schönen Verschluss. Ja. Und dann hast du da unten zwei, drei Pumpen drin, die richtig Saft brauchen. Das geht über die Pins nicht. Ja. Oder viele bohren dann in das Plastik und welche Löcher rein, und dann gastest du aus. Ja. Kannst du einfach neben den Tank durchbohren. Eine Schraube reinmachen und unten einfach was anschließen. Mhm. Fertig. Ja. Und so habe ich es ja hier quasi auch gemacht. Mit den zwei Pumpen da drin. Mhm. Krass. Ja. Das hier ist Entlüftung? Das ist die Tankentlüftung, ja. Sonst wird es blöd mit dem Tanken. Da
Tankgeber halt. Und das ist noch hier von Lausitzring geblieben. Ja, quasi, ja. Das ist hier so die Spezialstrebe Passwort JDM. Das heißt, die wollte damals jeder haben irgendwie oder hatte auch dann jeder gehabt. Sieht irgendwie geil aus, finde ich. Ja. Habt ihr halt nur neu pulvern lassen? Ja. Bügel oder Käfig rein? Bügel soll eigentlich noch rein, ja. Finde ich optisch auch ganz cool. Ja. Habe jetzt nur noch keinen. Auch in dem Schwarz wieder. Ja, genau. Ja. So. Ja. Jetzt würde ich sagen, einmal ab auf die Bühne. Schockmoment. Und dann zeigen wir euch, was da drunter so geht. Ich habe zufälligerweise meine Wagen mit, aber das kommt zum Schluss. Zufällig. So. Und jetzt? Jeder, der hier so reinguckt, alles original. Wird sich so denken, Honda, Integra? Warte mal. Die sind doch letztes Jahr alle in der Frontantriebklasse gefahren und sieht dann die Diffien. Ja. Weil wir haben hier nämlich tatsächlich, soweit mir persönlich bekannt, den einzigen Integra Allrad. Ja, natürlich. Im Internet schon mal einen gesehen? Amerika, Australien? Abinant, ja. Da gibt es jetzt, also das ist jetzt in den letzten 2 Jahren explodiert. Krass. Dadurch, dass es jetzt so Plug-and-Play-Umbau-Kits gibt. Aber wobei, klar, der hier von English Racing, ne? Ja, der ist ja eh. Das ist von einer anderen Welt, das Auto. Da gibt es einen, ich glaube, was fährt der aktuell? 340? Halbe Meile? Wir sind ja fahren 220 Meilen. Auf jeden Fall. 200, auf alle Fälle von einer anderen Welt. So weit geht mein Getriebe, glaube ich, auch nicht. Ich komme auf den Namen rein, mir liegt es auf der Zunge. Meins? Miles. Miles. Genau, Miles. Auf jeden Fall Integra, so in so einem Grün. Ja. Optisch geil, weil Schweller so richtig tief gezogen, so richtig aerodynamisch und so weiter. 340. He's in it. Look plenty fast to me. What's that gonna be? 213.98 miles an hour, another new world record. Der jetzt auch Allrad. Der hat es ewig probiert auf Front. War auch, also das ist ja Front. Umgeschlagen, schnell. Umgeschlagen, genau. Ne? Und hat dann einfach mal schnell über den Winter mal schnell auf Allrad umgebaut. Jetzt hat der allerdings ja noch den B18 Motor drin. Genau. Das heißt, bei dem sitzt tatsächlich das Getriebe hier. Genau. Was für ein Getriebe hast du hier genommen? Also wo kommt das her? Weil eigentlich gab es das Auto ja nur als Frontantrieb. Ein Honda CRV. Der Geländewagen. Und du wirst lachen, es gibt in Japan gibt es einen Honda Accord. Der hat auch einen 2 Liter drin. Allrad. Okay, das heißt CRV-Getriebe. Ist das aber sonst so ähnlich wie das Frontantriebgetriebe? Was so Antriebswellen angeht und so weiter? Na, also bei dem ist das brutal geil, weil du hast das, wenn du das, wie soll man sagen, das Frontantriebgetriebe, da ist die Glocke 1:1 gleich, die Glocke auch, nur dass der Allradstrang dazu fehlt. Das Innenleben ist 1:1. 1:1 gleich. Genau, nur dass du halt nochmal ein Tellerrad mehr hast. Da werden jetzt auf jeden Fall viele Augen von den Zuschauern größer werden, weil für mich war früher immer so, also mich haben die ganzen Hondas und so weiter immer nicht so gereizt wegen Frontantrieb. Und es war halt immer so ein Traum, so ein Ding mit Allrad irgendwie zu bauen. Also, ja, genau. Dass wenn es ihn geben würde. Das war schon mal geil. Und hier steht er. Ja. Das sieht jetzt auch relativ filigran aus, ehrlich gesagt, alles, finde ich. Ist das ja. Ist quasi noch alles Serie. Aber also, quasi Serie heißt, es gibt aber theoretisch Upgrades für? Komplett, ja. Also es gibt alles. Es gibt das Gehäuse quasi komplett billet. Das gibt es komplett billet. Den Final Drive-In drin gibt es verstärkt. Also die eigentliche Achsübersetzung. Ja. Genau, das Counter-Wheel gibt es neu, also die Übersetzung hier drin. Da ist ja nochmal hier ein Kreuzgelenk quasi, ja, also ein Kreuz quasi drin mit 2 Zahnrädern, das gibt es verstärkt. Die Welle gibt es komplett, kann sich aussuchen, ob Alu, Carbon oder was auch immer. Hinten wird es ein bisschen enger mit den Differentialen. Da bauen alle aus einem 88er Shuttle die Differenziale quasi ein, weil die noch komplett aus Stahlguss sind. Und die halten einfach alles. Jetzt müssen wir als erstes mal klären, der hat hier hinten eine Visco-Kupplung drin? Oder wie läuft das bei dem? Bei
Den, nee, der 88 zum Beispiel, der hat in der Mitte hier nochmal einen Centerlift drin, mit einer Visco-Kupplung, also mit einer Silikonkupplung. Und der hat jetzt ein Dual-Pumpensystem drin. Das heißt, der hat richtig eine Lamellenkupplung, die auf und zu machen kann? Oder wie läuft das? Aber da, also der hat quasi, der unterscheidet, also der hat zwei Pumpen, einmal vor und dahinter. Und sobald dann ein Drehzahlunterschied ist, bauen die Pumpen Druck auf und schließen die Kupplung zusammen. Quasi wie beim Motorrad eine Kupplung, also eine Nasskupplung einfach. Oder DSG und so weiter. Ja, also genau Lamellen, das also richtige Lamellen, Querscheibenkupplung. Genau. Wie bist du dazu gekommen? Hast du aber Bock drauf gehabt? Hast gesagt, boah, ich wollte schon immer mal Allrad bauen. Frontantrieb geht mir auf den Sack. Ja, na, ich habe, wie war das damals? Ich weiß nicht, ich habe den damals... Weil es war ja dann relativ spontan, dass du das gemacht hast, ne? Na, so spontan war es eigentlich gar nicht. Ja, doch. Also ich habe immer zwischendurch mal nach dem CRV geguckt, nach den Teilen. Und habe dann irgendwann gesehen, so ein Unfaller-CRV und bin mit einem Kumpel dann losgefahren, 2 Stunden gefahren von hier und haben dieses Unfaller-Ding aufgeladen. Und dann hatte ich ein Differential, Antriebswellen und die Hinterachse und wollte mir das irgendwie alles ein bisschen selber umbauen mit den Teilen. Und das ist aber bestimmt schon 6 Jahre her. Ah, okay, krass. Jetzt mal reicht. Ja, also auch Teile gehütet. Genau, ja. Hinterachse heißt, die was hiervon ist theoretisch noch Integra? Eigentlich komplett. Das heißt, man könnte wirklich in die Integra-Achse die Wellen reinstecken? Ja, bis dahin quasi. Also bis hier. Also der ganze Achsschema ist original Integra. Und das Radlagergehäuse quasi ist neu. Ah, okay. Verstehe. Da ist eine komplett andere, da ist ein Adapter drauf an die originalen Schraubpunkte. Und ja, siehst du die? Ja, ich gucke natürlich auch sportlich eng hier hinten. Ja, ein bisschen, ja. Ja, die Adapter siehst du nicht. Also, das sieht eigentlich alles aus wie original. Vor allem auch so, ja, wenn du hier so eine Antriebswelle ausbauen willst, ist auch erstmal Fahrwerk raus. Muss man schon so ein paar Sachen machen. 20 Minuten. Okay, das heißt, das ist logischerweise original, weil ist fest an der Karosse drin. Das die eigentliche Aufnahme? Genau, das ist komplett original, ja. Der ist auch original, der ist original. Und eigentlich steckt man nur von da, von der Seite ein anderes Radlagergehäuse dran, dass man auch die. Genau. Und so mit Lochkreis und so ist immer gleich bei den Kisten? Na, der hat 514. Civic hat 400. Gibt es aber verschiedene Radlager. Ah, okay. Also könnte man einfach die alte Radnarbe. Nee, es gibt extra. Es gibt eine passende eine, okay. Ja, es gibt eine vom Frontantrieb, nimmst du dann. Ah. Du packst du dann nach hinten. Aber das ist halt so dieses typische Teilegewürfel, ne? Ja. So, ne? Sonst, was bringt dir ein Allradumbau, wenn du vorne hinten auf einmal einen anderen Lochkreis hast? Genau. Also geht alles, aber ist natürlich dann schon irgendwie cool, ne? Ja, geil. Okay. Ja. Das heißt, bald Allrad angreifen. Ein Viertel Meile Start und irgendwas wird abfallen. Ja, das werde ich vielleicht nicht machen. Ich will lieber, dass das auf gerader dann halt nicht die ganze Zeit wieder links-rechts fährt. Ich bin ja mal gespannt, wie gut so ein Auto mit Allrad dann fährt. Ob das wirklich so eine Allzweckwaffe ist, das heißt Allrad einbauen, bumm, das Ding fährt gut. Oder ob da, keine Ahnung, vielleicht Vorder-Hinterachse irgendwas anfängt gegeneinander zu laufen, eigentlich nicht will. So, ne? Solche Sachen kann es ja auch geben. Ne? Ich bin gespannt, ja. Aber wenn ich überlege, wie die ganzen anderen Jungs da fahren, ist das halt wirklich... spannend. Es ist wirklich, wirklich schnell. Ich habe da nun wieder ein bisschen Angst, so wie es immer ist, du machst einen Frontantrieb mit richtig Dampf. Das Auto fängt an zu drehen, macht Spaß, du musst ein bisschen arbeiten. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es dann einfach nur fährt und dass du da wieder an der Leistungsschraube drehen musst. Wenn er nicht mehr durchdreht, wirst du auf jeden Fall an der Leistungsschraube drehen. Ne? Ja. Ah, hier können wir nochmal kurz zeigen, elektrische Wasserpumpe. Ja. Die gute Pierburg. Dezente Ansaugung. Und das war ja auch eine Riesenthematik bei Eugen. Ja. Diese Schräbe. Ja, genau. Die ist einfach nur dafür da, dass bei noch so viel Leistung wandert das Rad ja nach vorne. Korrekt, ne? Also die Räder ziehen ja theoretisch nach vorne. Und damit sich nicht in dem Moment Spur und alles verstellt, weil wenn das Rad nach vorne wandert, geht logischerweise Spur auf zu. Genau. Ist quasi diese Traction Bar hier, ne? Genau. Und bei dem, also der hat ja zum Glück den Dreieckslenker drin, aber das Problem ist, die hintere Buchse sagt immer Tschüss. Die wird weich nach einer Zeit und gibt dann halt nach und dementsprechend ändern sich die Spur und Sturz wieder. Da ist jetzt aber noch lieber drin. Und das Gute ist, es gibt halt alle zu kaufen. Ja, Amis, Riesenmarkt. Deswegen. So, und weil dann irgendwann langweilig wurde, hat sich der Herr gedacht, wir könnten ja mal einen Titanauspuff bauen. Ich muss ja irgendwann mal was Neues machen, ja. Immer die normalen Abgasanlagen waren ein bisschen langweilig auf Dauer. Boing. Und außerdem, ja. Man denkt ja wirklich so, das ist wirklich so ein dünnes Blech.
Das heißt komplett selber? Ja. Rohrbögen gibt es nicht zu kaufen oder wolltest du es lieber mit diesen kleinen Pie-Cutter? Ich wollte es mal mit den kleinen machen, ja. Mhm. Und Internet ist ja voll überall, wie sie das alle machen. Das war halt die erste Versuch, eine Titananlage zu bauen. Ja. So, und jetzt guckt euch das mal bitte an. Dieses ganze Stück hier besteht alles aus einzelnen kleinen, ich sag jetzt mal Kuchenstücke, die sich Christian so zurechtgedreht hat. Ja. Und das sind ja 15 Stück gefühlt, ne? Ja, ich glaube 20 Meter sind das, ja. Boah. Wie lange saßt du an dem Ausbau? Bestimmt 4 Tage. Zwar jetzt nicht durchgehend, aber also das Schweißen alleine, du kannst ja, die fällt irgendwann auch die Hand ab, beim Schweißen. Das heißt, du musst dich da formieren und alles und dann kannst du nicht zu doll, also zu schnell schweißen und ist sehr anstrengend auf alle Fälle. Ja, Titanschweißen ist auf jeden Fall nochmal. Ja. Ist aber, finde ich, hätte ich gerne vorher die Erfahrung gemacht. Mhm. Weil dann wäre ich da schon viel weiter. Weil es ist, schweißt sich viel geiler als Edelstahl und auch einfacher als Alu. Also nur noch Titanwald. Ja. Sehr gut, sympathisch. Was, das ist jetzt ein 89er Auspuff? Genau. Was wiegt der? Weil dieser Topf in Edelstahl wäre ja schon ein gut Gewicht, ne? Weil das ist ja schon ein großer Topf. Der wiegt sonst richtig, ja. Der ist, den schmeißt ich dir zu und du fällst erstmal um, weil du denkst. Wie macht man das in so einem Fall? Das Lochrohr da drin ist auch Titan? Ja. Das gibt es alles mittlerweile zu kaufen. Das gibt es alles komplett. Ja. Aber die Wolle da drin ist ganz normal. Genau. Gibt jetzt nicht irgendwie irgendeine Titan. Aber da ist auch gar nicht viel Wolle drin. Das ist ziemlich wenig gedämmt. Du brauchst trotzdem leise. Ja, das hört sich auch. Okay. Ja. Aber Sensorik auch viel verbaut, ne? Hier in jedem Zylinder, Abgastemperatur, alles, Druck. Alles drin. Alles, was man gefunden hat, ne? Ja. Und hier unten ist, weiß nicht, Kombisensor, kennst du den? Sieht fast aus wie ein Ladedrucksensor. Na genau. Für Entlüftung oder wofür? Na, Kurbelgehäusedruck und Öltemperatur. Also zweckentfremdet mit Ansauglufttemperatur und Ladedruck eigentlich jetzt? Genau. Aber ist lustig, baugleich gibt es beim Porsche 907. Mhm. Der hat den drin als Öl- und Öltemperatursensor. Ja, und das ist das, was ich vorhin sagte mit Allrounder wieder, ne? Dass man aus dem Porsche den Sensor findet, um hier einzubauen. Ja. Läuft der theoretisch? Ja. Der läuft, ja. Ja, vielleicht müssen wir gleich nochmal einmal anreißen. Mich würde das ja mal interessieren mit dem Titanauspuff wieder so. Wie es so klingt. Aber als allererstes einmal auf der Waage. Ich wollte gerade sagen, erstmal Waage, erst dann anmachen. Was denkst du, was er ungefähr wiegt? 1100? War ja heftig leicht, oder? Ich meine, wir hatten Eugens Auto als Frontantrieb, wo ja, ich sag jetzt mal vorsichtig, ähnlich viel dran ist. Waren 1100, ich meine 1180. Kann sein, dass 1180 noch so mit Straßenauspuff und so weiter war, aber war auch ein ganz normaler Straßensetup. Okay, hat einen Überrollkäfig drin, keine Carbonhaube, aber sonst ähnlich. Und der Motor wird ja eher schwerer sein, ne? Ja, ist leichter. Leichter? Mhm. 1.121. Na Mensch. Ist gut. Mit Allrad. Und Tank ist, glaube ich, halb voll. Vor allem auch relativ gleichmäßig alles. Stimmt, ja. 33 hinten, 66 vorne. Klar, immer noch relativ viel Gewicht vorne. Mhm. Aber klar, weil die Hinterachse natürlich auch nicht so viel wiegt. Ne? Ja. 11.20. Also ich finde es leicht. Find's ich habe auch mit... Mehr ich finde es richtig leicht, weil ich überlege gerade, ob ich überhaupt ein Allradfahrzeug schon mal mit 1100 Kilo. Also, wenn du so ein Golf mit 4-Zylinder mit Allrad baust, dass du da unter 1000 kommst, boah, da musst du aber auch schon hardcore-mäßig ohne, also mit Makrolonen und so weiter arbeiten. Ne? Also, so ein normaler Golf 2 Allrad, die gehen ja schon alle eher Richtung 1200. Ne? Eigentlich schon, ja. Und sind vom Baujahr her 10 Jahre jünger, quasi. Stimmt, ne? Also älter. Ja. Aber man muss sagen, also normale Karosseriebleche ist auch 0,75. Der hat 0,6. Echt? Mhm. Krass. Das ist hauchdünn. Da macht also alleine die Kurve. Also das macht Spaß, wenn er ein bisschen schweißen muss. Na, der ist, also die sind massiv, die sind ja auch 2 cm verbreitert. Mhm. Deswegen sieht man hier auch eine andere. Ah, jetzt Kurve. Wo ist das? Der ist, aber hinten nicht, hinten ist er mal. Hinten ist er ja. Ja. Nur die vorne habe ich verweitert. Und sonst ist die, genau, die Rundung gar nicht. Na, die geht eigentlich fast gerade durch, ja. Mhm. Also die Kotis vorne, die, wenn ich mir die wahrscheinlich nochmal in Carbon machen würde, würden wahrscheinlich nochmal 5 Kilo wegfallen. Aber hier hast du ja gemerkt, die Türen, die sind halt brutal schwer und die Heckklappen. Ich denke mal, wo in Summe viel Gewicht gespart wurde, ist jetzt mit der ganzen Elektrik, ne? So mit dem ganzen Zeug raus und jetzt wirklich nur das rein, was muss, ja, mit der PMU und so, gegenüber dem originalen Sicherungskasten und so.
Der Originalkabelbaum war schon echt schwer. Mhm. Ich war so eine ganze Kiste voll, da hast du schon. Ja. Ja, F20, also ich bin extremst positiv überrascht. Ja, ich würde sagen, zum großen Finale fahren können wir bei dem Scheißwetter eh nicht. Ja, aber das können wir aber nochmal machen. Ja, Event oder so. Genau, ja. Wir lassen uns mal die Wagen rausnehmen und dann können wir mal einmal nochmal anreißen. Yes. Chris kann tatsächlich die Zündung halt, also die Zündung anmachen, gleichzeitig die Zündung ausmachen. Das heißt, er drückt nur noch den Startknopf und er dreht ohne Zündung vor, wahrscheinlich auch ohne Sprit. Oder ist nur Zündung aus? Beides aus. Zündung und Sprit ist aus, ja. So, um halt Öllook aufzubauen. Und diese, wie oft war es gerade, viermal? Genau. Die viermal braucht er auch tatsächlich, dass man im Display sieht, dass am Sensor Öl angekommen ist. Also jetzt ist Start, ja? Ja. Alter, ist es Elektro oder was? Ha? Ist es Elektro oder was? Ha? Ja, weil es so leise ist. Hätte ich gedacht. Sind sie laut? Nee. Ja, aber deine Ohren sind sowieso schon betäubt, glaube ich. Grundlegend. Nein, ist aber echt gut. Angenehm. Brauch erstmal eine kleine Wunderkerze am Anfang. geil, Kupplungsdrucker ist auch noch dran. Und überall, wo man was dran machen konnte, habe ich was dran gemacht. Auch viermäßig. Und unter der Rostklappe unten. Wasser aus Kopf raus, im Block rein. Also wirklich einmal alles. Und die Note. Ja. Und ist nochmal eine Leistung. Ah, zwei Leistungen. Ja. Und die Turbo ist auch noch eine Füße. Und hier auch noch ein Sensor. Ja. Ladendrehzahl. Ne, geht nicht. Ja, so viele Sensoren, das kannst du gut sehen, oder? Ja, da geht mein Herz auch. Der hier. Den habe ich noch nie besessen. Muss ich irgendwann auch nochmal einmal ein Turbo-Ladendrehzahl. Das ist jetzt der PMU, das heißt, da kann man jederzeit sehen, wie viel Strom die einzelnen Verbraucher auch verbrauchen, da alles über dieses Power Management Unit läuft. Das heißt hier, man sieht richtig das Display 0,2 Ampere mit 7,18 Ampere, mache ich das Fernlicht an, 4,5 Ampere. Ist halt eigentlich schon geil, ne? Dass man so während der Fahrt immer so sehen kann, was elektrisch so geht. Ne? Dass du immer diese Spannung siehst. Mhm. Ne? Von beiden PMUs, damit du weißt, jetzt ist irgendwo ein Problem oder Kabelproblem oder Isolierung, ja, Widerstand etc. Hat der Thermostat drin oder wie ist das mit Wassertemperatur? Vor und dahinter habe ich einen Temperaturfühler. Ja. Und da habe ich so eine Tabelle ist angelegt, die ab einer bestimmten Temperatur dann quasi die Pumpe hoch oder runter fährt. Ah, also gar kein Thermostat mehr. Also Thermostat weggelassen macht man über die Pumpe, wie sie läuft. Genau, Pumpendrehzahl und die Lüfter sind direkt an der PMU dran und über PWM gesteuert. Also die laufen hoch und runter. Ja, ich glaube, du musst dich mal einmal reinsetzen und noch so ein bisschen Gas geben. Wir müssen das von hinten auf jeden Fall mal ganz kurz hören hier. Aber ich finde den echt dezent leise. Ja, also für 950 PS, was man sonst so kennt. Ja, überleg mal, wie laut Oma so immer so. Ja gut, Oma ist aber auch noch ein leises Beispiel im Vergleich, finde ich. Also, ich finde, man hört die 2,4 Liter doch schon raus. Ich finde, der ist für den 14er schon ganz schön... Komisch, ja. Ganz schön. Ist auch so. Ganz schön spaßig. Geil. Auf Drehzahl geht es los dann. Ja. Wie ist das bei dem Turbolader? Wann geht es los? 4,5. 4,5 schon? Na ja, okay, ne? Für das Riesending. Weil da sind wir 4,5 super mit dem 6-Zylinder mittlerweile ja auch immer locker. Ja, und der 4,5 ist 9. Ja. Oder 9,5 oder 10. Kurz 10.
Halbe Drehzahlband. Ja, mega. Dieser Lack sieht einfach so gut aus. Ja, ich finde auch irgendwie geil. Ich würde sagen, Chris, geiles Auto. Hast du schön gebaut. Danke. Vor allem jetzt kommt ja erst das Vergnügen mit dem Auto. Erst die Events ein bisschen fahren. Alle denken, boah, Frontantrieb, Integra, kann ja nichts werden. Und dann hämmert das Ding los. Ich hoffe ja. Ich hoffe, dass der einfach mal ein bisschen Spaß macht. Ja. Und halt, du hast ja meistens immer 0,5G oder 0,6 oder so. Und dann ist ja finito beim Front. Ja. Dass der halt wenigstens mal ein G macht oder so. Ja. Das ist schon schön. Ja, 0,5, 0,6G, Längsbeschleunigung ist immer für Frontantrieb so Traktionsgrenze. Genau. Interessant wird, weil das gibt es halt so noch nicht, ob gerade ein Integra jetzt mit Allrad oben raus langsamer wird. Und wie viel das ist oder ob das bisschen gar nicht so viel ausmacht, ne? Ja, ich kann ja auf dem Event dann einfach mal schnell ausbauen. Ja. Ja, auch nicht. Ne, ich würde sagen, danke für die Zeit, danke für diese Einblicke. Waren wir wieder ein paar Minuten mehr, aber JDM Allrad Style, generell Honda Allrad, gibt es ja wirklich nicht viel. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, danke für die Einblicke und wir machen jetzt ein bisschen weiter. Ciao.